Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Cosmic Shake. So, wir müssen den Regisseur finden und ich habe so langsam das Gefühl, dass es wohl Sandy sein wird. Wegen Karate. Wie immer erstmal hier alles zerstört. Denn Gelee ist wichtig für Kostüme. Ein kleiner Klaps reicht schon. Warte, bevor ich das jetzt zerstöre, komme ich hier hoch. Ach du liebes bisschen, was bist du denn? Nee, du wirst jetzt nicht damit, oder? Oh nö. Oh Junge, das ist ja ein großer, schwerer Geleebrocken. Definitiv. Solange er im Käfig bleibt, passiert dir nichts. So kann ich nicht arbeiten. Ja, ich auch nicht. Ich gehe nach Hause. Plankton bist du das? Das klingt jetzt aber nicht so sehr nach König Neptun. Oh, noch mehr Gelee. Von hier aus komme ich dort hoch, okay. Ich hoffe, das ist nicht allzu langweilig für euch, wenn ich hier diese ganze Gelee hier einsammle. Aber es ist nun mal wichtig, ne? Für Kostüme. Natürlich brauche ich auch erstmal die Goldblumen. Lieferung kommt! Das war jetzt keine so gute Idee, das zu zerstören. Wie komme ich denn da jetzt so? Indem ich hier einfach auf die Mülltonne springe und ich bin manchmal ziemlich verpeilt. Upsi, das habe ich nicht kommen sehen. Gut, aber ich möchte erstmal hier alles zerstören. Schwupps. Oh, hier kann man echt alles zerstören. Kommt einfach auf den Kopf stehen, und es ist zerbricht, okay. Wer versteckt sich denn hier? Würde man sagen, Meerjungfrau und blauer Spur, aber ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Boah, dich erkenne ich noch aus der Karate-Folge. Da steht überall MM und BB drauf. Und sie wollen sie in der Hauptrolle? Es ist eine Kindersendung. Animiert? Animiert mache ich nicht mit. Als nächstes wollen sie mich in einem Videospiel. Ja. Das könnte sein, dass du bereits hier in diesem Videospiel bist. Aber nur vielleicht. Das sollte ich besser nicht machen. Nein, danke. Autsch, das tat weh. Das hätte ich eigentlich auch kommen sehen müssen, dass das passiert. Schwupps.
Und wer versteckt sich hier? Niemand. Ich fliege! Wir müssen irgendwie diese Tür öffnen. Oh, da ist ein Knopf! Im Käfig, neben dem Typen! Oh, meinst du den großen, fies aussehenden Typen, der nicht aufhört, uns anzustarren? Uiuiui. Lieferung kommt! Hier ist auch jemand drin. Gott, wie soll ich den denn besiegen? Halleluja. Ich glaube, ich muss warten, bis er feststeckt. Ah, hier, komm. Kannst du hier bitte draufschlagen, bitte? Okay, der ist dann doch ganz einfach. Easy going here. Easy going. Aber sonst ist hier nichts versteckt. Schade eigentlich. Ich hätte gedacht, hier könnte eine Golddublone sein. Aber ich habe gehört, die sollen echt gut versteckt sein. Sieh dir diese Kameras an! Und diese Kameras! Oh, und der Typ, der hat sogar ein Headset auf! Wir müssen in die ferne Zukunft gereist sein! Ich glaube, das ist nur ein Filmstoff, Patrick. Oh, wo ist denn das Catering? Ich hab Hunger! Er hat Hunger. Komm ich denn da? So komm ich hoch. Süß und klebrig. Ach, gucken. Ja, sieh mal einer an. Hui. Wie komme ich denn da hoch? Indem ich dort hier. Okay, dann kann ich dich eigentlich zerstören. Und euch auch. Dann sammle ich die schon mal in den Levels dann ein. Unverschämt spät, wie ich sehe. Jetzt auf die Plätze! Der Regisseur ist Thaddäus? Er hat eine Vision, SpongeBob! Oh, Hallöchen, na, wie geht's dir stets, ne? Süß und klebrig. Hallöchen. Paparazzo. Geile Fotos am Set. Bisschen Leben würde ich schon feiern, du. Aber nur ein bisschen. Flix und zugenäht. Hier, Flecki. So, dann haben wir diese Nebenaufgabe gefunden. Und erledigt. Keine Sushi. Warum kein Sushi? Komm ich eigentlich da hin? Nö. Okay. Dachte, ich könnte dorthin. Ich bin ja den Regisseur. Haben wir ja schon praktisch, ne? Noch mehr Gelee.
Dieser Film wird ein echter Flop. Oh, noch mehr Gelee. Oh, das war gerade ein Riesendeck. Die große Krabbe-Pizza ist die Pizza super knusperig. Fun Fact, ich hatte heute Pizza. Whoops. So, ich glaube, jetzt habe ich alles erreicht. Was für einen Wicht von einem Schauspieler haben mir diese in der Agentur da aufgedrückt. Ich habe ihnen Kunst versprochen und so zeigen sie sich erkenntlich. Ich habe einen Helden verlangt, kein kleines gelbes Marshmallow. Hast du zu lange in einem Whirlpool gesessen und bist geschrumpft? Nein, ich bin ein Schwamm. Hallöchen, Herr Regisseur. Ich bin SpongeBob. Die Aufnahmen beginnen in 9, 7, sehr bald. Versteh dieses unkultivierte Casting-Gesindel denn nicht, dass ich ihnen gestatte, an etwas teilzuhaben, das zweifelsohne die größte Filmsensation in der Geschichte des Meeres wird. Aber lass dich nicht entmutigen. Immerhin habe ich das nötige Talent, um dich in ein Werkzeug zerstörerischer Schönheit zu verwandeln. Na denn, ne? Oh, prima! In dieser Szene kämpfst du dich durch die von Banden geplagten Straßen der Stadt und bleib immer im Bild. Ich denke mal, das kriegen wir. Und Action! Ein Sidescroller, okay. Süß und klebrig. Das ist noch kein Sidescroller. Aua. Kannst du einfach diese Gelee-Teile besiegen? Kleiner Platz reicht schon. Nein, leben, 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 leben ist richtig. Kleiner Platz reicht schon. Ich geh einfach mal hier lang. Ich weiß nicht, was das war, aber scheinbar war es richtig. Unrichtig. Noch schneller, ach du liebes bisschen. Süß und glücklich. Nein, da oben ist der Goldoptone. No, 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 no. Das machen wir nochmal neu. Ich möchte die Goldoptone. Einen Wicht von einem Schauspieler haben wir. In dieser Szene kämpfst du dich durch die von Banden geplagt. Du dich durch die von Banden. Karate King. Okay. Da stand der Karate King. Konzentration, ich muss mich immer hinten bewegen. Okay. Ich will halt eben diese Goldbeblumen haben. Kannst du einfach diese Gelee-Teile besiegen? Die neue Kostüme. Wie? Weshalb? Warum?
ich war noch im Bild. Was für einen Wicht. In dieser Szene kämpfst du dich durch die von Banden geplagt. Karate King the Movie, okay. Okay, ich darf nicht in den roten Bereich gehen. Okay, Konzentration. Ich krieg das schon. So, ich bleib einfach in der Mitte. Ui, was soll das? Das war schon. Na komm schon. Und zerstört. Aber ich müsste doch rein theoretisch jetzt neue Kostüme kaufen können. Ach nein, ich muss warten, bis ich wieder 4 habe, um den Rang freizuschalten. Okay, okay, verstanden. Es geht nicht von insgesamt, sondern so viel Duplum, wie man als nächstes gesammelt hat. Okay. Das wird dann doch etwas schwieriger als angenommen. Was macht Cassandra denn hier? Eine schöne Blase. Ich will sie platzen lassen. Oh ja, besser geht, da bin ich voll dabei. Das geht nicht. Das ist unzerstörbare Magie, dank des Gelees, das ihr für meinen, unseren Zweck sammelt. Wie bereits erwähnt, sie ist mir etwas suspekt. Cassandra, bist du sicher, dass wir hier Sandy finden können? Das Portal hat euch genau dorthin gebracht, wo ihr sein solltet. Widersetzt euch dem Gelee-Versum nicht. Gelee-Versum. Sammelt es stattdessen ein und bringt es zu mir. Außerdem hat das Gelee mir geflüstert, dass du bereits in der Branche gearbeitet hast. Sehnt sich dein Schwammkopf nicht danach, noch einmal im Rampenlicht zu stehen? Du hast recht. Wenn wir so Sandy und die Welt retten können, werde ich schauspielern, was mein kleines schwammiges Herz hergibt. Danke, Cassandra. No. SpongeBob, der Schauspieler. Guck mal, ich bin Patrick Soße. Ich fliege! Warte, ich möchte wissen, ob ich da wirklich ins Land komme. Du
bin doch da gerade hochgekommen. So. Okay, ich kann nicht dahin. Okay. Das ist aber doch nicht Tadeus-Hemd, oder? So, Checkpoint, dann sag ich jetzt. Dann sag ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei The Cosmic Shake. Bis dahin, tschüdelü.